Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 8 Village. Wir sind wieder da. Ja, und es gibt eine kleine Änderung. Wir haben jetzt, beziehungsweise ich habe jetzt eine neue Grafikkarte uns besorgt. Ich weiß ja nicht, ob die aufmerksamen Zuschauer das schon erkennen. Ja, die Texturen sind jetzt eine ganz andere, als wie es vorher war. Da könnt ihr mal zum Vergleich mal in das andere Video reinschauen. Da werde ich aber jetzt gleich näher drauf eingehen. Erst einmal will ich gucken, was unser Ziel ist. Wir müssen die Flakons mit Rose finden. In der letzten Folge haben wir ja, so ein bisschen das Dorf erkundet und alles quasi auf den Kopf gestellt, soweit es ging. Und jetzt müssen wir halt irgendwie hier hinkommen. Na, irgendwie da hinkommen. Ich denke mal, wir müssen irgendwie hier einfach runter. Einfach runter. Ja, ich denke mal, dass wir hier irgendwie durch müssen. Munitionmäßig sieht das nicht sehr pralle aus, aber wir müssen mal schauen. Kommen wir hier überhaupt durch? Nee. Wir haben ja auch so einen Schlüssel mit vier oder sechs geflügelte Schlüssel da bekommen, oder wie das heißt. Ich meine das hier, ich zeige euch das mal. Dieses, wo sind das? Schmiede, ne, hier, Schlüssel mit vier geflügelten Embryo. Ja, und da, müssen wir mal gucken, ob wir da das passende, die passende Türchen dafür finden. Munition ist wirklich sehr knapp, wir müssen mal schauen. War das nicht hier mit dem, das ist sechs geflügelt, ne, ja, das ist, glaube ich. Jedenfalls, Leute. Ja, habe ich dann jetzt eine neue Grafikkarte geholt, um es genau zu sein, habe ich jetzt aufgerüstet von der GTX 1060 6 GB. Ja, so eine Grafikkarte hatte ich noch drinne. ja, und das Upgrade macht sich auch auf jeden Fall bemerkbar. Wir haben jetzt eine RTX 2080 Ti hier drin. Ja, und da merkt man auch, ne? Also die Lichtqualität und allgemein so ein bisschen. Diese ganzen Raytracing-Effekte wollte ich auch unbedingt haben. Ihr seht ja schön, wie schön das alles hier jetzt aussieht, ne? Also, Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen hier durch, ne? Wenn ich mich nicht jetzt täusche. Ja, und die RTX 2080 Ti habe ich natürlich jetzt auf. Oh, jetzt geht's los. Maximale Leistung gesetzt, wollte ich gerade sagen. Aber hier ist gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir mit der Munition so klarkommen. Ich will mal gucken, ob wir. Die können nichts craften, Alter. Ja, Das wird echt eng. Dann lass uns mal langsam voranschreiten. Ja, RT. Oh! Oh! Da! Ah! Keine Munition und weißt du, so ein Viech hier. Ach du Kacke. Kann ich hier hoch? Leute, was soll das denn, Mann? Oh, ich dachte, ich kann über meine Grafikkarte jetzt sprechen. Ja, die Raytracing-Qualität und die Grafikkarte allgemein ist jetzt auf höchster Qualität, wollte ich sagen. Ich hoffe, das reicht. Oh! Wir werden sterben, glaube ich. Ich habe keine Heilung mehr, oder? Scheiße, da können wir nicht zurück. Können wir nicht zurück, einfach? Zu Duke. Duke! Helf uns, Duke! Oh! Alter Falter, Leute, was war das denn? Ich habe mich richtig erschrocken, ey. Oha. Ohne Munition wird das nichts. Oh, yeah. Ich kaufe mal vom Duke so ein bisschen Munition. Ich mache sie eigentlich nie. Ich crafte lieber immer selber. Flintenmunition kostet 1000 und wie viele kriegen wir dafür? Nur eine oder wie? Ich wüsste halt gern, wie viele das sind. Ich kaufe mal zwei Stück, guck mal, wie viele das sind. Aha. Ist das jetzt nur zwei Munition? Schönen Tag. Ja. Ach du meine Güte, Leute, das ist doch nicht fair, ey. 1000 Lei für eine Kugel? Oh. Wo ist denn dieses Viech jetzt? Ja. Oh, wo ist denn das Viech jetzt? Oh. Alter, was ist das für ein Viech, Alter? Bin ich. Wie sieht es mit Leben aus? Nicht so gut. Ich kann nicht mal. Oh, wir müssen noch so ein Heilding holen, sonst wird das nichts. Leute, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass die, so ein Viech uns entgegenkommt. Ich habe mich richtig erschrocken, ey. Oh, yeah. Wahnsinn. So, wir nehmen jetzt erstmal so einen Erste-Hilfe-Arzt. Nein, die kosten auch dann immer mehr, ne? Guck mal, erster hat 1000 gekostet und der zweite kostet doppelt so viel.
Danke für deine Treue. Ob das fair ist, weiß ich nicht, aber wir versuchen es mal. Erstmal heilen. Da ist es. Scharfschützengewehr. Kopfschuss. Ach du meine Güte, der ist immer noch nicht tot. Komm her. Ist er tot jetzt? Ja. Kristalline Bestie. Alter. Wir haben keine einzige Kugel. Ja, das bringt nichts. Also, oder wir riskieren einfach und erkunden jetzt erst einmal, bevor ich jetzt kaufen gehe wieder. Hier sollte doch bestimmt irgendwas sein. Ach du meine Güte. Dieses Viech hat das ganze Dorf hier ausradiert. Ich bin schwer verletzt. Lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid. Luisa, bitte vergib mir. Okay. Luisa, der ist wohl mit Luisa irgendwie involviert oder bekannt. Ich meine, Luisa kennt ja auch jeder. Leute, die Grafik sieht ja mal ganz geil aus, ne? Also im Gegensatz zum vorher, ne? Was wir da vorher hatten mit der GTX 1060, ist das mit der RTX 2080 Ti eine ganz andere Hausnummer hier. Ja, man hätte auch sagen können, warum habe ich mir eigentlich nicht die neueste Grafikkarte geholt? Weil die RTX 2080 Ti ist ja auch schon ein paar Jährchen älter. Es ist einfach so, die neuen Grafikkarten kann man sich kaum leisten, Leute. Also leisten schon, aber es ist halt echt, will man das ausgeben? Ist die nächste Frage. Boah, ist das hier schön, du hast die Lichteffekte und so. Finde ich sehr geil. Ja, ob man sich das leisten möchte, ne? Ob man diesen Aufpreis zahlen möchte, den man ja für so eine Grafikkarte mittlerweile hinblättern muss. 500 Euro über UVP. Und das sehe ich dann auch nicht ein, ne? Ah, dieses Türchen kann man aufmachen, glaube ich, ne? Das ist doch diese eine. Ach, doch nicht. War das nicht da, wo wir auf der anderen Seite waren, wo die eine komische Frau abgehauen ist? Bin ich mir nicht sicher. Ganz am Anfang irgendwie. So, hier ist hoffentlich Munition. Explosiv geschossen. Oh! Oh! Dietrich auch noch. Wo ist denn das Dietrich jetzt? Da. Wollen wir verarschen? Wo ist denn das Dietrich hier? Hier lacht doch was. Habe ich es eingesteckt? Nee, habe ich nicht. Hä? Hier war doch gerade so ein Dietrich, Leute. Wurde doch gerade angezeigt. Da! Ah, am Fenster. Ja, okay, das muss man natürlich auch wissen. Wir haben jetzt so einen Granatwerfer. Jetzt können wir auch die explosiven Geschosse endlich mal einsetzen. Die Frage ist nur, wo ich das ausrüste. Eigentlich kann ich damit das Scharfschützengewehr ersetzen. Weil das Scharfschützengewehr, ja, wir haben eh keine Munition, ne? Und da geht auch immer nur eine Munition rein. Bei der Waffe. Alles erkundet. Hier soll eine Kiste irgendwo sein. Das Ding, ne? Hier soll eine Kiste irgendwo sein. Wahrscheinlich wieder so ein Rätsel, den wir erstmal lösen müssen nachher. Weil hier dieses Kiste... Ach, das ist... Nein, das ist weg. Ist durchkreuzt, okay. Dann lass uns mal weitergehen. So, dann ja, geht's ja eigentlich nur noch hier lang. Ja, Leute. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Qualität jetzt mit der RTX 2080. Mensch, ey. Ich wollte von meiner Grafikkarte vorhin erzählen und dann kam diese Werwolf. Ich habe mich so erschrocken. Hab mich sowas von erschrocken, ihr glaubt es gar nicht. Oh nein, was war das? Was ist das? Was ist... Oh nein. Oh nein, wir haben keine Patronen. Naja, wenigstens haben wir Explosivgeschosse. Hier, ist Blut. Gibt's keine Munition hier. Oh, bitte nicht, ey. Bitte Munition. Da hängt sowas. Das Geräusch kommt irgendwie von da oben, ne? Ja, von dem Haus hier. Ich glaube, bevor ich da reingehe, gehe ich lieber hier einmal rein. Boah, ist das eine ganz andere Feeling mit dieser Grafikkarte. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht auf einmal hinter mir her hier rein. Hier ist gar nichts, ist alles blau. Das Haus kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier sind Hühner draußen. Okay. Ja, dann lass uns mal runter. Ich weiß gar nicht, ob ich runter möchte. Aber wir müssen ja.
Die brauchen Patronen. Also mit Kugeln hatte ich bis jetzt noch gar keine Probleme. Eigentlich hatten wir immer genug Kugeln. Doch nun ist es soweit, dass wir auch hier in Resident Evil 8 Kugelmangel haben. Rostige Reste ist schon mal gut. Damit können wir doch was craften. Machen wir ein paar Pistolenmunition. Sehr geil, sehr geil. Wir haben jetzt Pistolenmunition. Da fühlt man sich schon etwas sicherer jetzt, ne? Etwas. Oh nein, diese Geräusche, ey. Da sind Hühner. Sehr gut. Noch mehr Pistolenmunition. Kann man hier jetzt immer so durch? Ach, da brauchen wir bestimmt so ein... irgendwas, um das zu öffnen. Okay. Ja, dann nützt ja nichts. Waren wir hier schon drin? Ja. Müssen wir da rein. Was ist denn das für ein Zeug hier, Leute? Ganz merkwürdig. Ja, ich möchte nicht hier rein in die Scheune, aber wir müssen. Wer weiß, was auf uns da zukommt. Ach, da! Ist das einer nur? Nein, zwei. Oh, ich nehme mal die Granatenwerfer. Lei, sehr lecker. Und Kraut. So, jetzt laden wir mal nach erstmal. Wollen wir erstmal hier rein? Müssen wir ja, ne? Ich nehme mal die Pistole. Ich dachte, das wären jetzt mehr hier drin gewesen, weil sich das irgendwie so angehört hat. Hier ist auch alles blau. Leute, hier ist ja alles erkundet. Mensch, ich war doch gar nicht noch hier. Das ist ja nicht fair. Ich brauche Munition, Mensch. Hm. Dann lasst uns mal... ja. Also hier soll ja angeblich nichts drin sein, ne? Aber oben vielleicht. Wir können ja mal oben gucken. Waren wir... mir kommt das alles irgendwie hier so bekannt vor. Vielleicht ist es auch Copy-Paste. Also dass mehrere Gebiete... also das gleiche Haus enthalten. Ich meine, am Anfang waren wir doch auch in so einer Scheune. War das nicht dieses Gebiet, wo wir am Anfang waren? Weil das Haus da, genau deswegen ist alles erkundet, das Ostteil hier. Das müsste es sein. Das ist doch dieses Gebiet, wo wir am Anfang waren. Und deswegen das eine Haus da, wo wir ins Keller gehen konnten, kam mir dann auch so bekannt vor. Aha, dann müsste das der Anfang sein von dem Spiel. Jetzt hat sich das quasi auch freigeschaltet. Deswegen ist ja auch alles erkundet schon. Ne? So würde ich es schätzen. Deshalb ist es alles hier frei. Okay. Die Frage ist jetzt nur, müssen wir denn hier irgendwie durch? Oder? Warte mal. Die Dame ist... wo wir hin sollen? Das sieht aus wie eine Dame. Ich weiß nicht, ob es eine Dame sein soll, aber... ich vielleicht hier irgendwie durch so? Durch den Fluss? Das wäre das sein. Anders kann ich mir das hier nicht vorstellen. Genau, hier durch jetzt. Okay, was ist das denn? Oh, bin ein bisschen aufgeregt, du. Oh. Muss ich ehrlich gestehen. Hier ist aber nichts, ne? Ne. Was sind das für komische Dinger da? Hat wahrscheinlich was mit der Dame zu tun. The Stausee. Ah ja, das ist diese eine Frau, die im Sümpfen lebt. Das wird es wohl sein. Oh, ist das eklig. Irgendeine schleimige Substanz. Sieht nicht sehr... dann kann ich bestimmt mit dem Granatwerfer darauf schießen. Sieht nicht sehr stabil aus, ne? Ja, ja, ja. Alles klar. Granatwerfer darauf und dann wollen wir mal gucken. Yes. Geil. Finde ich gut. Ja, und jetzt kommen wir immer näher ans Geschehen. Oh, was für eine schleimige Substanz, Leute. Besser konnte es der gute Ethan hier nicht sagen. Was? Ist das die Mühle, die so Geräusche macht? Hier ist auch was blockiert. Da können wir gleich mal gucken. Hier sind Schweine. Okay. Ja, dann müssen wir halt das auch nochmal in die Luft jagen. Okay. Also scheinbar werden wir hier den Granatenwerfer ganz oft gebrauchen. Oh, jetzt kommt uns was entgegen. Locker. Ich mach die Augen zu.
Oh, doch nicht. Okay. Hier geht's nirgendwo weiter, dann müssen wir hier runter. Greifen die uns an? Nö, ne? Die Tür mache ich jetzt mal erstmal auf. Genau, entriegelt. Und Messer, die mal killen. Die brauchen wir ja. Oh! Oh, aber die kriegen wir doch niemals so. Counter-Strike-mäßig, mit Messer rauf. Oh, sind die flink. Der ist tot, okay. Nummer 1. So, wild ist halt gut, da kriegen wir nachher gute Boni. Da gibt's ja nachher bei dem Duke nette Boni, wenn wir da mit wild ankommen. Das ist eine gute Zutat auf jeden Fall. Deswegen nehme ich das mit. So, jetzt haben wir Nummer 2 auch erledigt. Genau, ja, dann müssen wir in die Mühle, wa? Ich gucke erstmal kurz hier draußen. Ah, so ein Ding schon wieder. Ja, alles klar. Okay. Aber keine Kugeln immer noch. Mann. Da brauchen wir nachher so eine Kugel wieder. Und wir haben immer noch keine Munition. Und hier geht's auch irgendwo hin. Ne, brauchen wir auch ein bestimmtes Werkzeug. Oh, hier kommt bestimmt was entgegen. Das kann auch nicht hier so unbewacht stehen. Ah, Speicherpunkt. Und hier geht's runter, natürlich. Immer runter. Oh Mann, ich will gar nicht runter. Hier ist aber auch keine Muni. Foto eines seltenen Tiers. Okay, warte mal. Kann ich jetzt umdrehen? Steht gar nichts hinter, ne? Hm. Seltenen Tier? Wir haben doch die zwei Schweine hier gekillt. Ich speichere jetzt erst einmal. So, und dann müssen wir ins Keller gehen, was ich ja eigentlich gar nicht machen möchte. Weil wir keine Munition wirklich haben, ne? Das ist ja auch wirklich... Rohrbombe haben wir... Haben wir noch eine Rohrbombe? Ja, eine Rohrbombe, Dietrich, Granatwerfer, erweitertes Magazin, F2-Riffel, warte mal. Hätten wir ausrüsten können schon die ganze Zeit. Okay, haben wir sonst noch was, was wir übersehen haben? Nee, der Duke wäre gar nicht so schlecht, ne? Wenn es hier auch noch den Duke geben würde, dann wäre das hier wirklich schon kuschelig. Ist nicht hier, ne? Der Duke, ne? Was ist das für ein Schild? Labor. Ach du meine Güte, Labor. Ja, nützt nichts. Wir müssen hier runter. Nützt nichts. Ich möchte es nicht, aber... Ich dück mich auch. Ich mach mich ganz klein. Ich mach mich ganz klein. Ich... Oder doch nicht, komm. Oh Mann, ey, wo sind wir jetzt wieder hier gelandet? Unter der Mühle. Hätten jetzt die Schlaumeier gesagt. So. Oh nein, jetzt müssen wir noch tiefer runter. Oder what? Ja. Ah, ja. Ich liebe es. Wer kennt's nicht? Ich kann mir schon vorstellen, wenn wir hier den Hebel betätigen, dass da uns irgendwas angreifen wird. Leute, die Grafik ist aber trotzdem richtig geil. Richtig geil. Also da kriegt man wirklich... Also fühlt man sich noch ein bisschen mehr drinne im Spiel, ne? Mit der RTX 2080 Ti. Ich habe die günstig geschossen, deswegen habe ich übrigens so eine RTX 2080 Ti geholt. Ich meine, die ist ja auch nicht schlecht. Die bewegt sich zwischen... Ja, so beim 3070 bis 3080 dazwischen irgendwo. Vergleichbar mit der 3070, aber was ich an der 2080 Ti wieder besser finde, ist halt... Dass man mehr Videospeicher hat, ne? 3 GB mehr machen schon in dem Spiel was aus. Also der Speicher ist schon gut voll in diesem Spiel. Das kann ich euch garantieren. Können wir ja ganz kurz mal gucken. Hier. Grafik ist auf jeden Fall auf Max alles. Und Speicher ist auf 9,6. Also 10,7 haben wir. Das ist auf jeden Fall schon gut gefüllt. Okay, da ist was. Weiter geht's. Oh, 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 oh. Wieder so eine Mine. Bei Resident Evil 7, Biohazard, war man ja auch zum Ende hin in so einer Mine. Und hier sind wir jetzt auch wieder in so einer Mine.
Oh, da kommt ein Déjà-vu auf. Oh, die Grafik ist aber auch richtig geil, Leute, ganz ehrlich. Hier ist was, was wir übersehen. Die Grafik ist auf jeden Fall richtig geil jetzt. Das mit dieser Grafikkarte ist das schon eine ganz andere Liga. Das muss man hier gestehen. Aber irgendwas übersehen wir hier, weil das hier rot ist. Vielleicht wegen den Türen, ich weiß das nicht. Wir gucken mal. Was ist das hier? Okay. Will ich hier weiter? Will ich hier weiter? So ganz schön eng hier. Ganz schön eng. Da werden wir bestimmt gleich attackiert. Hört ihr das? Irgendetwas ist hier. Irgendetwas ist hier. Hier kommen wir natürlich. Oh nein. Wir werden bestimmt wieder attackiert. Das Flakon und die Frau. Die wird. Die dritte Boss. Okay. Ach du meine Güte. Mutter Miranda, ich würde alles, alles für dich tun. Er dachte, ich bin Miranda, Mutter Miranda. Ich nehme mir das mal. Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte, wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage Wen als interessiert's? sie. Warte, noch ein bisschen, bitte! Das ist so lustig. Du bist dumm, du redest zu viel. Das war's, der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier und ich lass dich nicht gehen. Ach du, mein Sicho. Sicho, ja. Alter. Jetzt kommen bestimmt die ganzen Viecher uns entgegen. Rappiger, kleiner Dieb, du. Ist er noch da drin? Nö. Überlasse es dir nicht. Ah! Selbst, warte. Geh nicht. Ach du Scheiße. Ah! Was ist denn das für ein Scheiß hier? Leute, ich dachte, der Typ, das wäre eine Frau, dachte ich. Aber es ist ein echt männlicher Gollum. Bekanntschaft mit Gollum gemacht. Okay. Ja. Wie komme ich hier raus? Das ist eine gute Frage, Ethan. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Kommen wir hier hoch einfach? Da ist was. Pistolenmunition ist immer gut. Wahrscheinlich kommen hier gleich Gegner, sonst hätten wir keine Munition bekommen. Sieht zerbrechlich aus. Kann ich das hier... Aha, auch nicht schlecht. Wie aus Geisterhand hat sich da irgendwie von so einem kleinen Stück Holz eine Brücke aufgebaut. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Oh nein, was ist denn das hier, Alter? Das sieht ja schon wieder sehr einladend aus. Das soll ja wohl der Typ sein, der in seinen Sümpfen hier lebt. Und wir kriegen Munition ohne Ende. Das sagt schon alles, Leute. Wir werden auf jeden Fall hier ein paar Gegner treffen. Oh, ja. Die Musik sagt schon alles. Lasst uns mal gucken. Es hören sich an wie Lycans, also die Werwölfe. Ja. Ja, die sind da. Kann ich ja noch was zu holen, bevor ich da mich ins Gemetzel stürze. Okay, doch nicht. Es gibt hier gar nichts. Ein paar Munis nur bekommen. Oh, das wird hier richtig voll ballern, glaube ich.
Sind das nur zwei oder was? Naja, wenn das nur zwei sind. Rostige Reste sind immer gut, dann können wir wieder Munition craften. Ist immer. Nee, geht nicht, haben wir nicht genug. Bauen noch eine rostige Reste. Alter, was für Viecher, ne? Und was für ein Gebiet hier. Weiß gar nicht, wie der Typ eigentlich heißt. Ich ne. Oh nein. Nein! So einer? Ich mach nicht zu. Wo sind das Bootsschlüssel? Die war doch gerade so ein. Alter, wie soll ich den denn töten? Ah, Scharfschützenmunition, okay. Der ist gar nicht getriggert. Und der auch nicht. Das Bootsschlüssel. Ah, der hängt da. Okay. Jetzt kommen die, glaube ich. Der ist gar nicht getriggert. Wir können das. Können wir einfach abhauen oder muss ich die töten? Die sind überall! Nein! Granatwerfer, ja, ja, ja. Nein, wir sterben hier in der Ecke. Oh, Heilung. Das muss doch reichen. Das reicht echt nicht. Alter, viele! Ich habe keine Muni. Ja, das wird nichts. Das war's. Das war's. Ich brauche keine. Lay, ich brauche Geld. Also Munition. So wollte ich das sagen. Alter, wie soll ich den denn besiegen? Ich habe drei Granatwerfer-Munition auf den geballert. Okay. Perfekter kristalliner Schädel. Okay, das war gut. Ja, ich töte die alle. Ich hoffe, die haben Munition. Na, 13 Kugeln noch. Nein! Oh. Lay. Da muss ich den messern. Oh. Der hat noch. Der hat nicht mehr viel Leben. Nein! Okay, das war's. Oh nein, ich kann gar nichts herstellen. Ich habe Scharfschützenmunition. Ich habe Scharfschützenmunition. Ich habe aber die Scharfschütze nicht ausgerüstet. Oh. War's das jetzt endlich mal? Wir sind fast tot, Alter. Oh. Haben wir es jetzt oder nicht? Da war oben waren auch ein paar, ne? Die sind alle tot, okay. Ja, Leute, ihr seht. Fuhu, fuhu, das war auf jeden Fall sehr eng. Ja, vor allen Dingen, weil wir auch weniger Kugeln haben, als ich sonst es gewohnt bin bis jetzt von diesem Spiel. War hier denn noch was? Nee. Wir hätten uns auch eigentlich hier drin verstecken können, aber irgendwie hat das auch, glaube ich, so ein bisschen gebuggt alles. Ja, war ja ein bisschen zu unserem Gunsten, hat das gebuggt. Weil alle Gegner waren nicht getriggert, ne? Die waren alle irgendwie noch halbwegs am Tun am Machen, aber haben uns nicht direkt so attackiert. Kann ich irgendwie durch? Hier ist aber auch noch was. Ich finde es einfach nicht. In der Luft vielleicht? Also wir hatten echt Glück. Ich weiß ja nicht, ob das so zum Spiel gehört oder ob die gebuggt haben wirklich. Wir hatten auf jeden Fall Glück.
Das kann man ja auf jeden Fall einmal so sagen. Kann man das aufmachen? Also irgendwas übersehen wir hier. Irgendwas habe ich noch nicht so hier entdeckt. Gehört das hier mit dazu? Ja, guck mal. Das würde sogar mit nach dazu gehören. Die Frage... Ach so, wir haben jetzt den Bootsschlüssel, ne? Das war vielleicht auch deswegen. Vielleicht mussten wir auch wegen dem Bootsschlüssel hierher kommen. Dass es irgendwie nur das war, ne? Hier das zu bekommen. Die Frage ist halt jetzt nur, was es hier noch zu sehen gibt, ne? Was ist ja noch rot markiert? Weil irgendwas übersehe ich ja doch dann noch. Ich gucke nochmal drüben und sonst lasse ich das, Mensch. Das, diese Sucherei, das ist so nicht mein Fall. Ja, genau. Wenigstens haben wir das Bootsschlüssel bekommen. Ich weiß nicht, ob es das war, was wir hier bekommen sollten, aber scheinbar schon. Das war so das Einzige, was man hier, glaube ich, bekommen konnte. Wo ist das denn, das Boot? Da, Bootsschlüssel. Der Schlüssel für ein Motorboot. Kann man sich das irgendwie angucken? Was plündern daraus? Nö, ne? Nö. Okay. Hier unter vielleicht was vergessen? Nö. Na gut, dann lass uns mal zurück. Wenigstens weiß ich, was für Gegnertypen hier sind. Ne? Die Lycans sind auf jeden Fall hier wieder anwesend. Das ist auf jeden Fall safe. Und hier habe ich echt was übersehen, aber ich lasse das jetzt mal, Leute, oder? Oh, da gibt mir jetzt keine Ruhe, ne? Da gibt mir jetzt echt keine Ruhe da, ohne das komplett zu forschen. Aber komm, ich lasse das jetzt, weil ich... Das wird mir echt keine Ruhe geben da. So, warte mal. Waren wir hier schon? Hier waren wir noch nicht, ne? Können wir mal hier gucken? Oder kamen wir hier? Ah, hier ist wieder so ein... Kann ich das Messer? Ja. Ja. Mit Messer geht das auch, das ist gut. Hier waren wir doch auch vorhin, ne? Ach, das war da, wo der Typ war. Ah, okay. Dann, nee, dann bin ich falsch. Dann bin ich falsch. Dass das hier auch wieder zugeht, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht wächst das auch wieder zu mit der Zeit. Ich weiß nicht. Respawnt das oder so? Keine Ahnung. So, da waren wir. Da ging es zum Bootshaus. Dann wird es hier irgendwie irgendwo weitergehen müssen. Wenn ich mich nicht täusche. Also da geht es gar nicht lang. Wir können ja mal gucken. Wir müssen ja, glaube ich, wieder... Ah, hier. Hier war das Bootshaus. Genau, dann können wir ja eigentlich nur hier lang, ne? Genau. Ah. Wir sind wieder draußen. Wahnsinn. Aber jetzt auf einmal wieder so draußen. Weißt du, von der Höhle... Ab nach draußen. Vielleicht brauchen wir das Motorboot auch. Oh. Also Headshot bringt die auch nicht um, ne? Headshot bringt die auf ihn, oder? Doch, der ist sofort gestorben. Habe ich richtig getroffen? Ja. So, ein paar Kugeln noch herstellen. Ein Heizhilfe, nein. Einmal heilen. Sehr gut. Das sieht doch langsam gut aus hier mit uns. Kommen wir schön gut weit hier voran. So, hier ist auch was. Sei so gut und bring den Bootsschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Ach du Scheiße. Ein riesiger Fisch, Leute. Oh, samt Boot. Das klingt ja wieder sehr beruhigend, wenn man hört, ein riesiger Fisch soll hier im Wasser. Oh, ach, da ist das Boot, okay. Dass hier so ein riesiger Fisch rumturnen soll. Ah. Kommen wir da nicht so... Nee, komme ich nicht rüber, ne? Da müssen wir mit dem Boot dahin fahren, glaube ich.
Ach, das ist die Mühle Nummer 2, die kaputt ist, okay? Habe ich hier was übersehen vielleicht noch? Nö, ne? Hier geht's nicht weiter. Okay, dann lass uns mal das Boot nehmen. Oh, mal schauen. Bootsschlüssel. Oh, dieses riesige Fisch. Auf den habe ich ja gar keinen Bock. Kann ich da hin zu der Truhe? Stausee, okay. Da komme ich so nicht hin, wa? Absteigen kann ich auch nicht irgendwie von dem Ding. Ne. Ja, hm. Da kommen wir nicht hin. Das ist bestimmt nachher irgendwie. Da kommen wir auch nicht durch, also bleibt ja eigentlich nur noch die verdammte Höhle übrig, wo ich eigentlich gar nicht rein möchte. Was sind das für Geräusche hier? Oh. Aha! Was war das? Leute! In dem Sinne werde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Was das war, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich ein Abo dalassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal und ciao!